Welcome to St. Michael the Archangel Church. Today we celebrate the first Mass of the first Advent in German. And this Holy Mass will be offered for the repose of the soul for Father Werner Paquet, a very good friend of mine from Germany, whose the day of passing away will be celebrated on December the 7th. Herzlich willkommen in unserer Kirche St. Michael in Bridgeport. Wir feiern heute die erste Heilige Messe am ersten Advent. Also wir beginnen den Heiligen Advent hier in Bridgeport mit dem Gottesdienst auf Deutsch. Ich möchte Sie alle recht herzlich einladen zu unserem gemeinsamen Gebet. Diese Heilige Messe opfern wir für den verstorbenen Pastor Werner Paquet, einen sehr guten Freund von mir aus Duisburg, für wen wir heute besonders beten wollen. Und wir beginnen den Gottesdienst mit dem Lied Nummer 227, Komm du Heiland aller Welt. 227. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibat altare Dei, adeunc filetificat juventutem mea, adiutorium nostrum in nomine Domini, et sit celum et procedamus in pace, in nomine Christi. Amen. Komme du Heiland aller Welt, Sohn der Jungfrau, mach dich gut, darob staune, was da lebt, also will Gott werden Mensch, nicht nach eines Menschen Sinn, sondern durch des Geistes hoch, kommt das Wort in unser Fleisch und erblüht aus Mutterschoß, wie die Sonne sich erhebt und den Weg alles hält durch euch. So erschien in der Welt, wesenhaft ganz Gott und Mensch. Gott dem Vater Ehr und Preis und dem Sohn Jesus Christ. Lob sei Gott dem Heiligen Geist. Jetzt und ewig. Amen. Zu dir, o Herr, erhebe ich meine Seele. Mein Gott, ich vertraue ich. Lass mich nicht scheitern, lass meine Feinde nicht triumphieren. Denn niemand, der auf dich hofft, wird zuschanden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen und mit deinem Geist. Am Anfang der Heiligen Messe bitten wir den Herrn um sein Erbarmen mit dem Kyrielied. Nummer 158. 158.
Thou aus dem alles Höhen, Heil, Oma, das wir fliehen, Herr, erbarme dich. Licht, das die Nacht erhält, Trost der verlorenen Welt, Christus, erbarme dich. Komm vom Himmelsthron, Jesus, Menschen Sohn, Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, alles steht in deiner Macht. Du schenkst das Wollen und das Vollbringen. Hilf uns, dass wir auf dem Weg der Gerechtigkeit Christus entgegengehen und uns durch Taten der Liebe auf seine Ankunft vorbereiten, damit wir den Platz zu seiner Rechten erhalten, wenn wiederkommt in Herrlichkeit. Herr, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Die erste Lesung ist aus dem Buch Jesaja. Das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amoz, über Juda und Jerusalem geschaut hat. Am Ende der Tage wird es geschehen. Der Berg des Hauses des Herrn steht fest gegründet als höchster der Berge. Er überragt alle Hügel. Zu ihm strömen alle Nationen. Viele Völker gehen und sagen, auf, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs. Er unterweise uns in seinen Wegen, auf seinen Pfaden wollen wir gehen. Denn vom Zion zieht Weisung aus und das Wort des Herrn von Jerusalem. Er wird Recht schaffen zwischen den Nationen und viele Völker zurechtweisen. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Lanzen zu Winzermessern. Sie erheben nicht das Schwert Nation gegen Nation und sie erlernen nicht mehr den Krieg. Haus Jakob, auf! Wir wollen gehen im Licht des Herrn. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott, dem Herrn. Wir antworten auf die Lesung mit dem Lied Nummer 231, O Heiland, reiß den Himmel auf. 231. O Heiland, reiß den Himmel auf. Herab, herab vom Himmel auf, reiß ab vom Himmel Tor und Tür, reiß ab, wo Schloss und Riegel führt. O Gott, ein Tau vom Himmel gießt, im Tau herab, o Heiland, ließ. Ihr Wolken brecht und regnet aus, den König über Jakobs Haus. O Erde, schlag aus, o Erde, das Berg und Tal grün alles wird. O Erde, führe dies Blümlein brün, o Heiland aus der Erden schön.
zweite Lesung hören wir aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, das tut im Wissen um die gegenwärtige Zeit. Die Stunde ist gekommen, aufzustehen vom Schlaf. Denn jetzt ist das Heil uns näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe. Darum lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrenhaft leben wie am Tag, ohne maßloses Essen und Trinken, ohne Unzucht und Ausschweifung, ohne Streit und Eifersucht. Vielmehr zieht den Herrn Jesus Christus an. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Halleluja, 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 Halleluja. Lass uns schauen, o Herr, deine Huld, und schenke uns deine Heil. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wie es in den Tagen des Noah war, so wird die Ankunft des Menschensohnes sein. Wie die Menschen in jenen Tagen vor der Flut aßen und tranken, heirateten und sich heiraten ließen, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging und nichts ahnten, bis die Flut hereinbrach und alle wegraffte, so wird auch die Ankunft des Menschensohnes sein. Dann wird von zwei Männern, die auf dem Feld arbeiten, einer mitgenommen und einer zurückgelassen. Und von zwei Frauen, die an derselben Mühle mahlen, wird eine mitgenommen und eine zurückgelassen. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Bedenkt dies: Wenn der Herr des Hauses wüsste, in welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, würde er wach bleiben und nicht zulassen, dass man in sein Haus einbricht. Darum haltet auch ihr euch bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde hier in Bridgeport und überall, wo Sie jetzt diese heilige Messe mit uns feiern. Mit diesem Gottesdienst beginnen wir den ersten Advent und die ganze Adventszeit, also eine Zeit des Wartens und Erwartens. Wir warten wie jedes Jahr auf den Herrn. Ich besonders erinnere mich an alle schönen Traditionen in Deutschland mit den Weihnachtsmärkten, mit allen Düften, mit allen Speisen und mit den allerschönsten deutschen Adventsliedern, die ich so überall liebe. Es ist eine große Freude für mich heute, diese Lieder wieder mit Ihnen, mit euch zu singen und auch eine große Freude anzukündigen, dass wir heute zum ersten Mal in Bridgeport einen Weihnachtsmarkt feiern, heute und morgen. So zur Probe, aber ich denke, unsere Leute sind auch sehr neugierig, was es bedeutet, so schön den Advent auf eine andere Weise anzufangen. Aber bei meiner ganzen Liebe und Sympathie zu den Traditionen
Es geht im Advent nicht nur um die Speisen und um die Düften, sogar nicht nur um die schönen Lieder und Bräuche. Es ist alles sehr schön, weil uns das zeigt, wie wichtig diese Zeit ist. Aber im Grunde genommen, im Kern des Advents, steht noch etwas anderes. Unsere Zeit vor dem Weihnachtsfest. Unsere Zeit vor der Ankunft des Herrn. Und wie Sie alle wissen, der Advent hat so zwei Bedeutungen. Die erste, das ist wie jedes Jahr die schöne Tradition, auf Weihnachten zu warten, mit den Weihnachtsliedern, mit den Weihnachtssternen und allen Traditionen, mit dem Adventskranz und mit allen neuen Kerzen. Der Adventskranz wird gerade vorbereitet, also wir werden den heute Abend schon haben. Aber das ist ja der Advent jedes Jahr. Also unsere Bräuche, Gebete, wir erwarten den Herrn zu Weihnachten. Das neugeborene Baby, also Jesus Christus, der zu uns als Mensch kommt. Und das ist sehr schön, das ist sehr wichtig. Es gibt aber noch den anderen Advent, und zwar am Ende der Zeiten. Davon haben wir in den Lesungen gehört und ja, wir haben auch in den letzten zwei Wochen eigentlich jeden Tag davon gehört, dass die Zeit sich vollenden wird, dass alles sich vollenden wird, dass der Herr kommt wieder und dass das Ende im irgendwelchen Sinne von allem, was wir kennen, hier kommt. Das soll uns nicht erschrecken. Also der zweite Advent ist nicht, um uns Angst zu machen, um uns unsicher zu machen, ganz und gar nicht. Es geht vielmehr um unsere Beziehung zu Jesus Christus. Und deswegen alle Bräuche, alle Traditionen, alle Lieder, alle Speisen, alle Duften, alles, was wir hier im Advent haben, so Schönes, das soll uns dabei helfen. Sogar die kleinsten Dinge, die wir richtig hier erleben und gemeinsam vorbereiten und feiern, wie wir die Zeit, Adventszeit zusammen verbringen, wie wir das Ganze hier gestalten, das soll uns diese schöne Wahrheit vor unsere Augen führen, dass der Herr kommt. Und was bedeutet das für uns, dass er kommt? Der kommt, um uns zu trösten, um uns zu stärken. Der kommt, um uns den Weg zu zeigen, sein Licht zu zeigen, denn der Herr ist das Licht. Und bei allen Dunkelheiten in unserem Leben, bei allen Fragen, bei allen Traurigkeiten und Zweifeln und Sie und ich, wir wissen genau, wie viel davon wir manchmal in unserem Leben haben, wie unsicher wir manchmal sind, weil diese Welt und die Zeit uns unsicher macht. Dann kommt der Herr, um uns das Licht zu bringen und die Sicherheit, die Wärme, das Heil. Alles, was wir als Christinnen und Christen zum Leben brauchen. Deswegen möchte ich Sie alle einladen, in diesen Advent so richtig mit Freude und mit Hoffnung einzugehen. Wie jedes Jahr eigentlich. Aber vielleicht soll uns dieser Gottesdienst dabei helfen, noch einmal, das ist der allererste Gottesdienst im Advent in Bridgeport und das ist eigentlich schon jedes Jahr hier, die Tradition wieder, dass der allererste Adventsgottesdienst ist hier auf Deutsch, in der deutschen Sprache, mit deutschen Liedern. Und das ist für mich ein besonderes Zeichen der Verbundenheit. Alle Hoffnungen, alle unsere Träume, alles, was uns fehlt, bringen wir heute zu den Herrn. In diese heilige Messe, in diese Eucharistie. Und wir opfern das. Das heißt, wir bringen das zu ihm, um uns selbst und all diese Dinge, Jesus Christus, dem Herrn, anzuvertrauen. Darum haltet auch ihr euch bereit. Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. Wirklich, der kommt. Und eigentlich kommt er in jeder Stunde zu uns, um uns zu trösten, zu stärken und zu segnen.
Lasst uns gemeinsam unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Nummer 221 zur Gabenbereitung. 221. Kündet allen in der Not. Kündet allen in der Not. Fasset Mut und habt Vertrauen. Bald wird kommen unser Gott. Herrlich werdet ihr ihn schauen. Allen Menschen wird zuteil Gottes Reich. Gott naht sich mit neuer Hut, dass wir uns zu ihm bekehren. Er will lösen unsere Schuld, ewig soll der Friede werden. Allen Menschen wird zuteil Gottes Heil. 5. Gott wird wenden Not und Leid. Er wird die Getreuen trösten und zum Mahl der Seligkeit ziehen die vom Herrn Erlösten. Allen Menschen wird zuteil Gottes Heil. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, alles, was wir haben, kommt von dir. Nimm die Gaben an, die wir darbringen, mache sie für uns in diesem Leben zum Sakrament der Erlösung und rufe uns an deinen Tisch im kommenden Reich. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch, mit deinem Geist. Erhebet die Herzen, wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn in seinem ersten Kommen hat er sich entäußert und ist Mensch geworden. So hat er die alte Verheißung erfüllt und den Weg des Heiles erschlossen. Wenn er wiederkommt im Glanz seiner Herrlichkeit, werden wir sichtbar empfangen, was wir jetzt mit wahrem Herzen gläubig erwarten. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen gemeinsam mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Plenis und Zölie terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis. Dich, gütiger Vater, bitten wir durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, nimm diese heiligen, makellosen Opfergaben an und segne sie. Wir bringen sie da vor allem für deine heilige katholische Kirche, in Gemeinschaft mit deinem Diener, unserem Papst Franziskus, mit unserem Bischof Frank, mit allen, die Sorge tragen für den rechten, katholischen und apostolischen Glauben. Schenke deiner Kirche Frieden und Einheit, behüte und leite sie auf der ganzen Erde. Gedenke deiner Diener und Dienerinnen, für die wir heute besonders beten, und aller, die hier versammelt sind. Herr, du kennst ihren Glauben und ihre Hingabe. Für sie bringen wir dieses Opfer des Lobes dar, und sie selber weihe es dir, für sich und für alle, die ihnen verbunden sind, für ihre Erlösung und für ihre Hoffnung auf das unverlierbare Heil. Vor dich, den ewigen, lebendigen und wahren Gott, bringen sie ihre Gebete und Gaben. In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche gedenken wir deiner Heiligen. Wir ehren vor allem Maria, die glorreiche, allzeit jungfräuliche Mutter unseres Herrn und Gottes Jesus Christus. Wir ehren ihren Bräutigam, den heiligen Josef, deine heiligen Apostel und Märtyrer, Petrus und Paulus, Andreas, Jakobus, Johannes, Thomas, Jakobus, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Simon und Thaddäus, Linus, Kletus, Clemens, Christus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Johannes und Paulus, Cosmas und Damianus und alle deine Heiligen. Blicke auf ihr heiliges Leben und Sterben und gewähre uns auf ihre Fürsprache in allem deine Hilfe und deinen Schutz. Nimm gnädig an, o Gott, diese Gaben deiner Diener und deiner ganzen Gemeinde. Ordne unsere Tage in deinem Frieden, rette uns vor dem ewigen Verderben und nimm uns auf in die Schar deiner Erwählten. Schenke, o Gott, diesen Gaben Segen in Fülle und nimm sie zu eigen an, mache sie uns zum wahren Opfer im Geiste, das dir wohlgefällt, zum Leib und Blut deines geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Am Abend vor seinem Leiden nahm er das Brot in seine heiligen und ehrwürdigen Hände, erhob die Augen zum Himmel zu dir, seinem Vater, dem allmächtigen Gott, sagte dir Lob und Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl diesen erhabenen Kelch in seine heiligen und ehrwürdigen Hände, sagte dir Lob und Dank, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.
Darum, gütiger Vater, feiern wir deine Diener und dein heiliges Volk, das Gedächtnis deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine Auferstehung von den Toten und seine glorreiche Himmelfahrt. So bringen wir aus den Gaben, die du uns geschenkt hast, dir, dem erhabenen Gott, die reine, heilige und makellose Opfergabe dar, das Brot des Lebens und den Kelch des ewigen Heiles. Blicke versöhnt und gütig darauf nieder und nimm sie an wie einst die Gaben deines gerechten Dieners Abel, wie das Opfer unseres Vaters Abraham, wie die heilige Gabe, das reine Opfer deines hohen Priesters Melchisedek. Wir bitten dich, allmächtiger Gott, dein heiliger Engel, trage diese Opfergabe auf deinen himmlischen Altar, vor deiner göttlicher Herrlichkeit. Und wenn wir durch unsere Teilnahme am Altar den heiligen Leib und das Blut deines Sohnes empfangen, erfülle uns mit aller Gnade und allem Segen des Himmels. Gedenke auch deiner Diener und Dienerinnen, die uns vorangegangen sind, bezeichnet mit dem Siegel des Glaubens und die nun ruhen in Frieden. Wir bitten dich, führe sie und alle, die in Christus entschlafen sind, in das Land der Verheißung, des Lichtes und des Friedens. Auch uns, deinen sündigen Dienern, die auf deine reiche Barmherzigkeit hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft mit deinen heiligen Aposteln und Märtyrern, Johannes, Stephanus, Matthias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia und mit allen deinen Heiligen, wäge nicht unser Verdienst, sondern schenke gnädig Verzeihung und gib uns mit ihnen das Erbe des Himmels. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn erschaffst du immerfort all diese guten Gaben, gibst ihnen Leben und Weihe und spendest sie uns. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch, deinem Geist. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt,
Herr, erbarme dich uns, Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Nummer 224. 224. Maria durch ein Dornwald ging, Kyrie eleison. Maria durch ein Dornwald ging, der hat in 7 Jahren kein Laub getragen.
Jesus und Maria. Was trug Maria unter ihrem Herzen? Kyrie eleison. Ein kleines Kindlein ohne Schmerzen, das trug Maria unter ihrem Herzen. Jesus und Maria. Da haben die Dornenrosen getragen, Kyrie eleison, als das Kindlein durch den Wald getragen, da haben die Dornenrosen getragen, Jesus und Maria. Der Herr wird seinen Segen spenden und unsere Erde bringt ihre Frucht hervor. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, du hast uns an deinem Tisch mit neuer Kraft gestärkt. Zeige uns den rechten Weg durch diese vergängliche Welt und lenke unseren Blick auf das Unvergängliche, damit wir in allem dein Reich suchen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn. Heiliger Erzengel Michael, verteidige uns im Kampf. Gegen die Bosheit und die Nachstellungen des Teufels sei unser Schutz. Gott gebiete immer, so bitten wir flehentlich. Du aber, Fürst der himmlischen Herrscharen, stoße den Satan und die anderen bösen Geister, die in der Welt umherschleichen, um die Seelen zu verderben, durch die Kraft Gottes in die Hölle. Amen. Vielen Dank für unser gemeinsames Gebet heute, zu Beginn des Advents, dieser heiligen Zeit. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Advent, eine gesegnete Zeit mit Warten und Erwarten auf Jesus Christus. Und zum Schluss unseres Gottesdienstes singen wir das Lied Nummer 218, Mach hoch die Tür, 218. Die erste und die letzte Strophe. Mach hoch die Türe, die Tor macht weit. Es kommt der Herrlichkeit. Ein König aller Königreich. Ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, der halben Jauchz mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott. Mein Schöpfer reich an Rat. Komm, o mein Heiland, Jesu Christ, meines Herzens Türe dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, deine Freundlichkeit auch uns erschein. Dein heiliger Geist uns führ und leit den Weg zur ewigen Seligkeit. Dem Namen dein, o Herr, sei ewig preis und ehr. Benedicamus.
mus Domino. Deo gratias.